Es macht einfach Freude, es macht Spaß, man kommt so in eine Power und wie in einen Rausch, man will immer noch mehr und noch mehr. Also es hört irgendwie wie nicht mehr auf. Ich für mich finde es einfach nur toll und kann es nur weiterempfehlen. Bist bereit und arbeite an dir und drehe die Gedanken, dann ist so viel, was du erreichen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erfolgsinterview. Und zwar habe ich heute Michaela Landolt bei mir. Und Michaela hat mein Gesetz der Anziehung Coaching-Programm im Dezember 2020 gestartet. Jetzt haben wir Ende April 2021, also vor etwas weniger als 5 Monaten. Und sie ist heute hier und berichtet von ihren Erfahrungen, von ihren Erfolgen. Und sie hat sicher auch den einen oder anderen Tipp für dich. Herzlich willkommen, Michaela. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Nadine. Dankeschön. Wunderbar. Ja, magst du dich auch gerade kurz vorstellen, Michaela? Dann wissen die Zuschauer, wer du bist. Ja, also ich bin die Michaela Landolt, komme aus der Schweiz, bin 32 Jahre alt und arbeite als Tierkinesiologin. Wunderbar. Jetzt, wie gesagt, letzten Dezember hast du dich ja dazu entschieden, das Coaching bei mir zu machen. Magst du gerade zu Beginn erzählen, wie es dir damals ging? Wie sah so dein Leben aus? Wie sah dein Glückslevel sozusagen aus? Wie hast du dich damals so gefühlt? Als ich bei dir angefangen habe, also hatten wir ja ziemliche Gespräche, da ich noch sehr unsicher war, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Es ging mir eigentlich gut soweit, aber ich merkte, ich möchte noch mehr erreichen. Und ja, vor allem das Finanzielle war ein großes Thema bei mir und auch, soll ich sagen, dass mit meinem Business, mit der Tierkinesiologie, war auch sehr ein großer Wunsch von mir, den ich erreichen wollte oder will. Und ja, da hatte ich ziemlich mit mir zu kämpfen. Wie soll ich das anstellen? Wie kann ich mir das wünschen, erlauben? Und war da in ziemlich großen Zweifel und hatte auch Angst davor, mich dem Ganzen zu stellen. Und dann habe ich das Coaching bei dir begonnen und du hast mir sehr viele Tipps und Tricks gezeigt, wie ich das machen kann. Und es hat sich wirklich zum Positiven verändert. Da bin ich schon sehr gespannt, was du uns nachher alles berichten wirst. Jetzt, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, vor dem Coaching, Michaela, du hast ja das Gesetz der Anziehung schon gekannt, das war ja nichts Neues. Was würdest du sagen oder wie würdest du sagen, sah so dein Wissensstand aus in Bezug auf das Erfüllen deiner Wünsche, auf das Manifestieren und auf das Gesetz der Anziehung allgemein? Also da war ein sehr kleiner Wissensstand, den ich hatte, weil ich hatte ja das Buch The Secret gelesen und ja, da ging es ja um den Parkplatz wünschen, das klappte alles und ja, ich wusste da eigentlich nicht, dass man in dieser Schwingung sein sollte, damit die Wünsche, die man wirklich möchte, sich in das Leben ziehen kann. Und als ich das herausgefunden habe, wie man das ja machen kann, wie man diese Technik anwenden kann, da hat sich sowas von viel verändert und es ist wirklich unglaublich. Ich hatte ja da auch den Wunsch mit meinem Pferd, wo wir da noch hatten und ja, ich hatte diese Technik, ich glaube, circa 3 Wochen angewendet und dann
zack, war der da. Und ich dachte so, krass, scheiße. Ja, und ich freute mich total darüber, dass es dort eine super gute Lösung ja, gab. Und ich hätte das nie, wirklich nie gedacht, dass das so schnell eine Lösung geben könnte. Wow, mega toll. Hat mich beeindruckt. Sehr, sehr spannend. Da freue ich mich schon, wenn ich dir dann später nochmal die Frage stelle, was hat sich so verändert. Aber einfach nochmal, um zusammenzufassen, vor dem Coaching hast du das Buch The Secret gelesen bzw. gekannt, aber mehr war da nicht. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das war einfach so dein Wissen dazumals. Ja. Ja. So ein Klassiker in dem Sinn. Ja. Sehr gut. Jetzt, das bringt mich auch gerade zur nächsten Frage, wenn du nochmal an die Zeit vor das Coaching denkst, was hast du damals denn versucht, um deine Wünsche in dein Leben zu ziehen? Ja, ich hatte da vielleicht, wie alle das schon wollten, ein Auto kaufen oder ich wollte umziehen in ein Haus mit eigenem Pferdestall und ich hatte mir da auch ein Vision Board aufgehängt, dass ich die Träume, die ich hatte, immer wieder visualisieren kann. Und ja, nur durch das Anschauen hat es bei mir nichts verändert. Und das hat mich dann manchmal richtig frustriert und dachte, Mann, wieso geht das bei mir nicht? Wieso können das alle anderen? Und ja, es war eine schwierige Zeit und ja, ich kann nur sagen, seit ich das anwende, hat sich so viel getan. Wow. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nur noch eine Frage, bevor wir dann zu deinem neuen Leben übergehen, sozusagen. Was hat dich damals im Dezember 2020 motiviert, das Coaching zu machen? Du hast ja gesagt, wir hatten einige Gespräche, du warst dir noch nicht ganz sicher. Was war so dein Grund, warum du damals gesagt hast, doch, ich mache das Coaching jetzt wirklich, ich möchte es wagen? Also, ich hatte ja schon zwei Personen gekannt, die bei dir das Coaching schon absolviert hatten und die haben mir immer so viele Sachen erzählt und ich dachte, ja klar und sowieso, weil ich schon halt selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich auf die Schnauze gefallen bin. Und ja, und ich dachte, okay, ich kenne jetzt diese beiden Personen, ich weiß, wie sie vorher waren, ich weiß, wie sie jetzt sind. Und dann dachte ich so, jetzt rufe ich dich einfach mal an, das erste Gespräch ist kostenlos, mal schauen, ob wir überhaupt energetisch zusammenpassen, ob wir zusammenarbeiten können. Und als ich dich dann am Telefon hatte und du so easy peasy, ja, kein Stress, alles gut, dachte ich, wow, mal eine Person, die dir nicht immer Druck macht und sagt, du musst und so und jetzt gibt es Rabatt und das und so. Das hat mich schon zum Nachdenken, angeregt. Und dann hatte ich das Gespräch und ich war ja da nicht wirklich so überzeugt und irgendwie hatte ich dir am Telefon gesagt, scheiße, jetzt mache ich es, jetzt oder nie. Und dann hast du mich, glaube ich, noch nachgefragt und dann habe ich gesagt, frag nicht mehr nach, sonst ändere ich meine Meinung wieder. Und einfach aus diesem Impuls heraus habe ich eigentlich gehandelt. Weil ich die Leute gekannt habe und ich dachte, ah, die erzählen mir doch wohl keinen Scheiß. Jetzt oder nie, jetzt mache ich das. Habe ich dich angerufen. Herrlich, wie du das erzählst. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Genau, das war eigentlich ziemlich spontan, was du dazu gesagt hast. Ja. Na. Jetzt die große Frage wie immer, wie geht es dir denn jetzt, Michaela? Ja, ich denke, du merkst es selbst. Ich bin nicht mehr so, wie soll ich das sagen, so schüchtern vielleicht. Gerade im Instagram bin ich auf den Stories online, ich spreche Hochdeutsch. Es ist mir eigentlich scheißegal, was andere denken. Ich mache jetzt einfach. Und
das Coaching hat mich auch dazu gebracht, dass ich offener geworden bin für andere Coaching-Angebote. Und ja, ich habe dann auch gedacht, okay, entweder jetzt oder nie. Wenn ich eine Veränderung möchte, dann muss ich jetzt etwas verändern. Weil nur ich kann mich ändern. Ich kann nicht alles andere um mich herum ändern, wenn ich mich selbst nicht verändere. Und ja, es nimmt einfach den Lauf und es geht mir total gut. Ich bin motiviert. Es gibt manchmal Tage, wo ich down bin, wo ich aber dank deinen Tipps, deinen Regeln oder ja, wie man sagen kann, mich wieder aufholen und dann kann ich wieder Energie tanken und ja, dann bin ich wieder im Flow. Mhm. Und das sieht auch so aus in meinem Leben jetzt mit, also ich weiß nicht, ob ich das schon kommunizieren darf oder kann. Ein großer Wunsch mit Haus und eigenem Stall ist jetzt bereits schon in Erfüllung gegangen und wir werden umziehen. Wow! Mega cool! Und das ist so innerhalb von, ja, von diesen 5 Monaten jetzt einfach so, zack. Wow, ja. Das freut mich ja mega, finde ich mich geil. Genial! So genial! Wow, da hat sich also ganz, ganz viel getan. Ja. Magst du verraten, wie sich dein Leben sonst noch verändert hat durch das Coaching? Ja, jetzt auch durch mein Business. Ich möchte ja selbstständig sein mit Tierkinesiologie und auch da bin ich dran mit anderen Leuten im Coaching, welche mich unterstützen und auch da, ich lerne so viel und ich kann von deinem Coaching so viel mitnehmen. Und ich habe jetzt auch, ja, was soll ich sagen, im Januar hatte ich noch nie Kunden oder Kundinnen bis April so. Und jetzt konnte ich mir das anwenden und es flattert einfach. Es kommen laufende Aufträge rein und es ist einfach nur ein geiler Scheiß. Wow! Das ist ja mega toll, Michaela. Wow! So genial. Es ist wirklich unglaublich, was da alles geschehen kann, wenn man sich dem stellt, wenn man sich dafür öffnet, wenn man bereit ist, an sich zu arbeiten. Mm-hmm, absolut, ja, das ist wirklich so. Magst du uns verraten, welche Wünsche sich noch erfüllt haben? Also das waren jetzt mal so die 2 großen. Die kleinen mag ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiß aber noch, wir hatten da eine Übung, wo wir aufschreiben sollten, was man sich durch die Woche durchwünschen sollten. Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Es war Winter und ich wollte mir einen gelben Käfer wünschen. Und ich dachte, ja, okay, ich schreibe das mal auf. Und dann ging ich nach Hause, fuhr in meine Tiefgarage und dann sah ich hinter mir einen gelben Käfer. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. In deiner eigenen Garage. Ja, und vorher noch nie einen solchen gesehen. Und ja, es kam einfach. Oder auch mit so Menschenbegegnungen. Wenn ich war an einer Tankstelle, ich habe getankt und dann hat mich einfach irgendjemand angequatscht und sagte, hey, was machst du beruflich, Papa? Ich habe Tiere. Und ich dachte so, okay, was läuft denn da jetzt? Und dann konnte ich eine Visitenkarte verteilen und ja, also es ist unbeschreiblich. Ich kann es manchmal fast nicht in Worte fassen, was da abgeht, wenn man
in diesem Level von der Energie ist. Mhm. Es ist Arbeit, aber wenn man das macht und wenn man da dran bleibt, dann kann man echt viel bewirken. Mhm. Absolut. Also es tönt, als bist du jetzt voll im Flow, Michael. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Mega toll. Jetzt hast du ja am Anfang noch dein Pferd angesprochen. Mhm. Magst du das noch erzählen, was da passiert ist? Ja, es war ja so, dass ich eine 21-jährige Stute hatte und wir hatten immer so ein bisschen Auseinandersetzungen. Und ich war ja da bei vielen Trainerinnen. Und da wurde mir dann auch mal geraten, hey, schau mal hin, was dir dein Tier sagen möchte. Und es kann ja sein, dass ihr vielleicht nicht zusammenpasst. Mach dir darüber mal Gedanken. Und das war wie so eine Faust ins Gesicht, wo ich dachte, ach, jetzt kommt das auch noch. Und dann war ich am Anfang so ein bisschen am Boden zerstört. Und wusste aber auf der einen Seite, doch, da ist noch ein junges Pferd, das sich bei mir andockt, sage ich jetzt einmal, wo einen Platz sucht. Und da war eine Verbindung schon relativ sehr früh. Und ich dachte, ja, da kann ich jetzt ja nicht einfach wegschauen, aber beide Pferde, das kann ich mir nicht leisten. Was will ich? Will ich frustriert immer in den Stall, ich mache meinem Pferd keinen Gefallen und das Pferd macht mir keinen Gefallen, was mache ich? Und dann dachte ich, okay, dass es fair bleibt, schreibe ich dich an und frage dich, was soll ich tun? Und du hast mir dann geraten, hey, schreib mal auf, mach das und das und ich machte das wirklich. Und es ging dann drei Wochen. Und dann hat sich eine sehr alte Besitzerin von diesem Pferd, das mir gehörte, gemolden und hatte gefragt, wie es so geht. Und dann habe ich ihr einfach geschrieben, wie es zwischen uns so lief und dass ich mich entschieden habe, sie wieder wegzugeben, weil es einfach nicht passt. Und dann hatte ich sie einfach angefragt, du hast du Interesse, sie wieder zurückzunehmen? Und dann kam so, ja klar, können wir uns sehen, können wir uns treffen. Sie wollte vorbeikommen, ist dann auch vorbeigekommen und hat sich das Pferd angesehen, hat gesagt, ja, da hast du recht, ihr passt wirklich nicht so zusammen. Dass da wirklich eine gute Lösung darauf entstanden oder entstehen kann, nehme ich sie dir wieder zurück. Und sie hat wieder ihre Besitzerin, wo sie als erstes weggekommen ist, weil sie da eigentlich auch nicht weggegeben wollte. Und es kam dann wirklich zu einem sehr schönen Zusammenspiel wieder. Und so konnte dazu mal mein Pferd wieder zu ihrer jetzigen Besitzerin zurück, wo sie sich wieder zusammengefunden haben. Und das ist total eine schöne Erfahrung, die ich machen durfte durch dein Coaching. Wow, ganz, ganz toll. Ja. Genial. Sehr, sehr schön. Michaela, wenn du jetzt nochmal an das Coaching denkst, an die Zeit, an die letzten 5 Monate. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Sachen, die du im Coaching gelernt hast? Also die wichtigste Sache ist, auch wenn du mal ein Tief hast, gib nicht gerade auf, sondern schreibe die Emotionen auf, die du hast und probiere sie ins Positive zu verwandeln. Das ist mal Punkt 1. Und dann habe ich sehr stark gelernt, wenn man in diesem Level ist, sag ich mal, in diesem Vortex, wie du es nennst, dass man, wenn man das hat
Und wenn man das erreicht hat, wie viel, dass man dann noch mehr erreichen kann. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet. Also das Gemälde. Ja, Entschuldigung. Weil ich das nicht kannte. Genau, das hast du am Anfang erwähnt. Das hast du bei The Secret nicht gelernt, sozusagen. Auch beim Vision Board hat es gefehlt. Aber da hast du gemerkt, welche Power da dahinter steckt, wenn du in dieser hohen Schwingung bist. Ist das richtig? Ja. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Wie fühlt sich das an für dich oder wie erlebst du das? Also am Anfang, muss ich ehrlich gestehen, hat es mir ein bisschen Mühe bereitet, weil ich nicht genau wusste, ja, wie mache ich jetzt das, wie formuliere ich das jetzt? Und dann habe ich einfach angefangen und dann kam das irgendwie einfach und es kam zum Fließen. Und am Anfang war ich wirklich so frustriert, da waren wir auch in der Facebook-Gruppe, da schrieb die eine, ja, ich habe das und das erreicht mit diesen Sachen und du denkst so, ja, jetzt bin ich doch da dran, wieso geht das bei mir noch nicht? Und ja, ich lernte auch da, dass man einfach Geduld haben muss und dass es ein Prozess ist, den man durchläuft. Das kann man nicht einfach mit dem Finger schnippen und es ist einfach da, sondern man muss das ja zuerst lernen und man muss auch das Denken hier oben umwandeln. Und das kann schon einige Zeit in Anspruch nehmen, aber wenn man das hat, und es, also ich für mich finde es einfach nur toll und kann es nur weiterempfehlen, bist bereit und arbeite an dir und drehe die Gedanken, dann ist so viel, was du erreichen kannst. Und das ist einfach ein, ja, wie soll ich sagen, ein unbeschreibliches Gefühl. Es macht einfach Freude, es macht Spaß, man kommt so in eine Power und wie in einen Rausch, man will immer noch mehr und noch mehr. Also es hört irgendwie wie nicht mehr auf. Oh. Sehr schön beschrieben. Also das heißt, das ist so ein bisschen dieser Kipppunkt. Also ich nenne das so, am Anfang fühlt es sich an, als wäre es ja harte Arbeit, man muss sich wie so einen Berg hochkämpfen, aber irgendwann macht es Klick und dann ist man wie so über den Berg, sage ich, und dann fließt es. Dann ja. Kommt es immer wie mehr, immer wie schneller, immer wie leichter. Ja, also das war einfach jetzt für mich so. Ich habe das so empfunden. Jeder empfindet das ja wieder anders. Aber für mich war das so, ah, es ist so streng, es geht so steil und ja, nicht aufgeben, weiter, weiter, weiter. Und dann warst du irgendwann da und dann dachtest du, ah, so dumm, wieso habe ich das früher nicht gemacht? Oh, so toll. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn man merkt, was da alles ins Leben tritt und was möglich ist, wenn man dort ist. Absolut. Ja. Sehr schön. Jetzt, Michaela, was denkst du, von was hast du am meisten profitiert im Coaching? Gab es ein gewisses Wissen, Methoden, der Austausch mit den anderen, die Sitzungen, die Zusammenarbeit mit mir oder es kann alles Mögliche sein. Was sagst du, von was hast du da am meisten profitiert? Also für mich jetzt war, auch wenn ich nicht immer dabei war oder nur am Anfang dabei war, waren die Q&A-Sitzungen und auch der Austausch, ich weiß nicht, wie man jetzt das nennt, mit dem Mentoring oder wie sagt man den? Ja, Mentoring. Weil diese Leute haben ja auch das ganze Coaching-Programm schon durchgemacht und die wissen auch, von was man erzählt und die können einem auch noch einmal unterstützen, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Zeit hatte, mit dir zu sprechen oder dir zu schreiben, dann hast du einfach in die Gruppe geschrieben und dann kamen die Antworten. Und das hat mir sehr geholfen. Und auch eben die Methode mit dem Worttext, dass man da sein soll, damit man die Wünsche
wirklich anziehen kann. Genau, du sprichst einen wichtigen Punkt an, da möchte ich gerne noch mal kurz darauf eingehen. Und zwar hast du ja gesagt, du warst nicht so oft an den Q&A-Sitzungen dabei. Und ich weiß, es gibt einige Menschen, die würden das Coaching vielleicht gerne machen oder überlegen sich, so sind unsicher, aber haben nicht so viel Zeit, um da teilzunehmen oder haben Angst, dass sie es dann verpassen, dass sie den Erfolg nicht haben werden. Was würdest du diesen Menschen sagen, jetzt rückblickend? Macht es einfach. Nein, also man braucht keine Angst zu haben, weil die Q&A-Sitzung kann man immer noch nachschauen. Die lädst du ja immer noch runter. Und es hat so viele Menschen in dieser Gruppe, die das Coaching-Programm schon durchgemacht haben. Und die einen wiederholen es auch nochmal. Und die haben so viele Erfahrungen schon selbst. Da gibt es auch immer wieder mal so Challenge, wo wir untereinander ausmachen. Und dann, da kann jeder mitmachen, egal in welchem Level man ist. Und ich finde einfach, alle Personen, die Zweifel haben, so wie ich es gehabt habe, denkt nicht darüber nach, sondern macht einfach. Tut es, wenn ihr euch das wünscht, dass ihr weiterkommt, dann macht es. Weil der Verstand sagt immer nein, egal was, aber das Herz, das sagt okay. Und dann, ja, ich kann einfach nur raten, macht es, tut es, ruft an, macht. Genau, das bringt mich auch gerade zur nächsten Frage, Michaela. Und zwar, wir haben ja, wie gesagt, nicht so viel Kontakt zusammen gehabt. Du hast mir ein paar Mal eine Nachricht geschrieben. Wir haben uns, glaube ich, zweimal in einer Q&A-Sitzung gesehen. Ja. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Du hast mich in den Videos oft gehört, aber so ganz live haben wir uns selten gesehen. Ich stelle dir die Frage trotzdem, wie hast du mich als Coach erlebt? Ja, eigentlich ganz, wie soll ich sagen, ruhig. Wenn man Fragen hat, du hast sie beantwortet. Also es war, vielleicht musste man mal einen Tag warten, aber wo ist das nicht normal? Also ich habe damit kein Problem. Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Also du hast es gut gemacht. Ich finde auch die Facebook-Gruppe total toll. Da steckst du auch immer sehr viel Arbeit rein. Und also ich kann nichts Schlechtes über dich sagen, obwohl ich dich nur zweimal oder dreimal gesehen habe. Also aufgestellt auf jeden Fall, ehrlich. Also du sagst auch, ich glaube, ich hatte da auch mal eine Situation, wo ich gesagt habe, diese Methode ist jetzt für mich noch nicht so relevant. Und dann hast du mir dein Feedback gegeben und es war offen und ehrlich. Und ja, hast mir vielleicht auch mal einen Tritt in den Hintern gegeben, wo ich dann dachte, okay, ja gut, ja, jetzt mache ich es einfach. Und dann, ja, habe ich mich hingesetzt und ich habe es einfach gemacht und ich bin dir dafür total dankbar. Sehr spannend zu hören. Ich denke, das macht ja auch einen Coach aus. Mhm, auf jeden Fall, ja. Also es bringt mir ja nichts, wenn du sagst, ah, ja und so, sondern ja, mach einfach. Ja. Das ist ganz wichtig. In einem guten Maße, in einem gesunden Maße, das sollte dich ja auch nicht stressen, aber ein bisschen Führung, sage ich jetzt mal, das ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, das geht nochmal in das andere Thema rein, das lässt mich jetzt gerade nicht los, weil
nochmal wegen diesen Q&A-Sitzungen. Ich habe eben in den letzten Tagen ein paar Menschen am Telefon gehabt, die gesagt haben, ja, entweder ich kann da zu diesen Zeiten nicht oder mir passt es nicht oder ich habe Angst vor diesen Sitzungen. Ich habe das Gefühl, ich brauche eine reine Einzelbetreuung. Würdest du sagen, man kann das Coaching auch machen, weißt du, einfach vom Aufbau her und so weiter, ohne dass man großartig an diesen Q&A-Sitzungen dabei sein sollte? Es würde mich jetzt einfach noch ganz spontan interessieren, was da deine Meinung dazu ist. Also für mich war jetzt das stimmig, weil ich merkte auf einmal, oh, Q&A-Sitzung, ich bin am Arbeiten und ich hatte einen richtigen totalen Stress. Und für mich war jetzt das absolut machbar mit dem Selbststudium. Also mit deinen Anleitungen, mit deinen Videos, mit deinen PDFs, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Das war für mich jetzt total okay. Und ich kann auch anderen da ans Herz legen, wenn man Fragen hat und nicht weiterkommt, man kann jederzeit, kann man dich anschreiben, egal ob das abends um 9 ist oder abends um 10, entweder bekommt man dann noch eine Antwort oder nicht, aber das ist ja nicht schlimm, du hast sie am nächsten Tag drauf. Und jeder, der ja selbst an sich arbeiten möchte, kommt auch an diesen Punkt, wo man vielleicht, ich sage jetzt mal, mit den Videos oder mit den PDFs nicht weiterkommt. Aber man kann immer fragen. Du kannst auch in der Facebook-Gruppe fragen. Mhm. Also da braucht man keine Angst davor zu haben. Mhm. Mhm. Vielen Dank, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist immer wertvoll, oder? Weil ich kann es natürlich auch sagen, aber wenn es natürlich von deiner Perspektive jetzt zum Beispiel ist, ist es sehr wertvoll. Vielen Dank. Genau, das war eine ganz spontane Frage. Jetzt, Michaela, wenn du nochmal an die Zeit vor das Coaching zurückdenkst, was würdest du sagen, hat dir damals gefehlt, um deine Wünsche anzuziehen? Puh, schwierige Frage. was mir gefehlt hat, ist, glaube ich, wirklich das Wissen, dass man in diesen Vortex hereinkommt. Also, dass man immer viel in der Liebe unterwegs ist und viel mit der Freude, mit der Wertschätzung. Ja, das war bei mir, glaube ich, der Schlüssel, um mein Denken wirklich umzuswitchen, dass man, auch wenn es mal nicht gut läuft, ja, annehmen, Danke sagen, weiter geht's. Und nicht, ach nein, heute ist ein schlechter Tag und jetzt ist das noch passiert und das zieht mich runter, dann gibt man ja nur wieder Energie in diese negative Sachen oder Dinge hinein. Und wenn man das einfach so, ja, okay, jetzt ist das halt so, ja, ich darf mal traurig sein oder ja, ich darf mal wütend sein, dann kann man viel besser damit umgehen und dann kann man auch annehmen und durch das Annehmen kann man sich dann auch wieder in die Wertschätzung oder in die Liebe hineinversetzen. Und das war für mich ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Als ich das erkennen durfte. Mhm. Mhm. Genau, dass du wie so schrittweise deine Schwingung erhöhst, bis du dann wieder in diesem Vortex, in dieser hohen Schwingung sein kannst. Ja, genau. Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, ja, was möglich ist. Es ist nämlich alles möglich, wenn man will, wenn man weiß, wie. Es braucht einfach ein bisschen Zeit und Vertrauen. Aber es kommt. Sehr, sehr gut. Wenn du jetzt vielleicht nochmal, das ist ein gutes Beispiel, du hast ja gesagt, du hast The Secret gelesen. Wie gesagt, ein Klassiker natürlich. Ich weiß, dass man natürlich ein Buch nicht mit einem Coaching vergleichen kann, das ist ganz klar. Aber es gibt ja auch viele Bücher, die ähnlich sind wie The Secret, die über das Gesetz der Anziehung schreiben, also sind sozusagen.
Und ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die denken, ja, warum sollte ich ein Coaching machen? Ich habe doch eben The Secret gelesen, ich habe doch irgendwie das Wissen darüber. Was würdest du sagen, was unterscheidet sich da zwischen einem Buch oder einem anderen Medium, sage ich jetzt mal, über das Gesetz der Anziehung und das Coaching? Gibt es da was, was du dazu sagen kannst? Ja, ich denke jetzt zum Beispiel an die Klopftherapie, die du uns im Coaching beigebracht hast. Das liest du nicht in einem Buch oder nicht in The Secret. Dort liest du das nicht. Und wenn du das nicht weißt, dass du... Also ich wusste zum Beispiel nicht Glaubenssätze. Was ist das? Das habe ich am Coaching das erste Mal gehört und ich dachte... Ach, was ist denn das jetzt wieder? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und dann kamen die Klopftherapien, wo man die Glaubenssätze wegklopfen kann. Und das war wieder etwas komplett Neues für mich, was ich nicht kannte. Und das habe ich nicht in The Secret gelesen. Und auch das ist eine Methode, die ich jetzt durch dein Coaching kennenlernen durfte, wo ich jetzt auch selbst, wenn es mir nicht gut geht, ah ja, ich klopfe mal weg, dann ist das wieder neutralisiert und dann kann es wieder weitergehen. Und wenn man das aber nicht weiß, oder vielleicht weiß man es, aber es ist einem nicht so bewusst, dann kann man wie nicht vorwärts laufen. Das heißt, du hast also die praktische Umsetzung gelernt. Ja. Und du hast die Tools dafür bekommen. Und eben das Thema Glaubenssätze ist natürlich auch ein großes, großes Thema. Ja. Darüber hört man auch viel zu selten, was die alles anrichten können, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist unglaublich. Was aber auch spannend ist, ist jetzt auch, bei den anderen, wo ich das Coaching mache, die sprechen jetzt auch so von Glaubenssätzen. Und jetzt werde ich immer wieder konfrontiert mit diesen Glaubenssätzen und ich denke so, ja, ich weiß ja wie. Ich mache es mal einfach weg, gut ist. Aber ja, das ist sehr spannend. Jetzt habe ich das bei dir zum ersten Mal gehört in deinem Coaching und dann gehst du weiter, weil du ja... Jetzt habe ich gelernt, so, ah ja, Coaching ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Es ist nicht schlimm. Man kann vorwärts kommen, wenn man möchte. Und es hat sich ja ein Tor nach dem anderen jetzt wieder geöffnet. Und da kommen auch wieder ja die Glaubenssätze. Bin ich wirklich gut genug für das? Was auch immer. Und wenn du diese nicht gelöst hast, dann löst du sie jetzt. Und da denke ich, ach Gott sei Dank habe ich das Coaching gemacht, sonst wäre ich wieder an diesem Punkt gelandet, wo ich nicht weiß, ja, und jetzt, wie weiter? Es hat ja wie einen Kompass auch gegeben. Ja. Oh, sehr spannend. Michaela, wie fühlst du dich denn, wenn du an deine Zukunft denkst? Ich sage es jetzt mal so, es steht mir nichts im Wege. Sehr gut. Die Frage ist einfach, ja, vertraust du darauf, dass es gut kommt? Und ich weiß ja mittlerweile, ja, es kommt gut. Wow, mega cool. Die nächste Frage, die ich noch habe an dich, Michaela. Was denkst du, wie können denn andere Menschen vom Coaching profitieren, wenn du das vielleicht in ein, zwei Sätze verpacken müsstest? Was würdest du da sagen? Also wie sie profitieren können, oder was war die Frage? Ja, genau. Ja, profitieren. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ihr es macht, profitiert ihr sehr viel von eurer Zukunft, wo ihr euch wünscht. Aber ihr müsst den Weg selbst gehen, weil wenn ihr ihn nicht selbst geht, dann geht er keiner für euch. Also man muss das für sich
selber entscheiden, jawohl, mache ich jetzt diesen Schritt oder mache ich ihn nicht. Und wenn man ihn macht und wenn man ihn ja so macht, wie es für einen stimmt, dann kommt man sehr, sehr weit. Absolut. Das ist absolut richtig. Was ich auch oft höre, ist der Preis vom Coaching, oder? Würdest du sagen, das Coaching ist seinen Preis wert? Ja. Also ich weiß, ich war auch in dieser Situation, wo ich dachte, ach, es ist mir ein bisschen zu teuer oder so. Und dann habe ich mit dir einfach gesprochen. Du hast gesagt, ja, da finden wir eine Lösung, das können wir machen. Und wenn man wirklich will, ich kann es nur so sagen, dann geht das auch. Und ich finde diesen Preis, also ich für mich muss sagen, ja, es stimmt so. Also er ist nicht mega hoch, sondern er ist noch bezahlbar. Und ich denke, auch für deine Leistung, für dein Angebot, also das finde ich wirklich, ich finde das total gut. Sehr spannend. Jetzt, Michaela, was denkst du, was verpasst man, wenn man das Coaching bei mir nicht macht? Ja. Wenn man das Coaching nicht macht, denke ich, verpasst man sehr, sehr viel. Man verpasst zum Beispiel diese Klopftherapie, die man bei dir lernen kann, oder man lernt den Umgang mit dem Vortex, der mir auch sehr viel geholfen hat, jetzt in diesen Monaten. Und man verpasst einfach sehr viel Wissen, was du uns weitergegeben hast. Wo man nicht einfach ja, in einem Buch lesen kann. Also du schreibst eins. Ja, das ist auch etwas, das höre ich immer wieder. Ich weiß, ich komme jetzt schon zum 5. Mal oder so damit, aber ich werde fast täglich damit konfrontiert, dass die Leute sagen, ja, ich habe doch schon so viel Wissen darüber. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Wissen brauche. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen haben so ein ausführliches Wissen wie im Coaching. Also ich sage das nicht, weil ich das Coaching mache, sondern weil ich auch mal an dem Punkt war, wo ich viele Bücher gelesen habe und so weiter. Aber ich bin schlussendlich nicht weitergekommen. Ja. Ja, weil, also ich kann es von mir erzählen, wenn ich ein Buch lese, dann denke ich, okay, dann mache ich das mal, dann probiere ich es aus und möchte es umsetzen. Und dann kommt vielleicht dieser Punkt, wo ich wieder nicht ganz klar weiß, wie ich jetzt das machen soll. Und dann hört man wieder auf. Und in einem Coaching, wenn man das Coaching macht und man kommt dann nicht weiter, schreibt man dir auf Instagram, Facebook oder WhatsApp eine Nachricht und du beantwortest sie. Und das kann man, ja, das stimmt, da kann man in einem Buch, das Buch kann dir keine Antwort geben. Sprich nicht mit dir. Ja, absolut. Was würdest du denn zu jemandem sagen, Michaela, der noch unschlüssig ist, ob er das Coaching machen soll oder nicht, der so ein bisschen sagt, ja, ach nein, vielleicht schaffe ich es ja doch alleine oder vielleicht brauche ich es ja doch nicht. Was würdest du zu dieser Person sagen? Hör dir das einfach mal an, was sie zu sagen hat und dann überlege noch einmal. Ja, das ist am einfachsten. Nein, ich würde dich wirklich weiterempfehlen oder ich habe dich auch schon weiterempfohlen, meiner Freundin, die auch so ein bisschen, ja. Aber schlussendlich muss das wirklich wieder jeder für sich selber entscheiden. Ich kann einfach nur sagen, du bist nicht die Person, die sagt, mal komm, du lässt den Leuten Zeit. Und das finde ich total wichtig. Ich finde das aufdringlich, wenn jemand sagt, und
ja, hey, komm, mach doch und es kann doch nichts passieren. Ja, das finde ich doof. Aber bei dir ist von Anfang an schon eine solche Vertrautheit da gewesen. Und ich hatte jetzt auch den Vorteil, weil ich die Leute schon gekannt habe, die bei dir das Coaching gemacht haben und auch nur positive Sachen erzählt haben, dass es für mich dann einfacher war, zu entscheiden und dann wirklich auf meinen Impuls zu hören, zu sagen, okay, ich mache das jetzt fertig. Ich habe lange genug gewartet, jetzt mache ich. Und einfach für die Leute, die vielleicht ein wenig Zweifel haben, fragt euch mal, ob das nicht vielleicht auch Ausreden sein könnten. Und wenn man denn das sich bewusst macht, schaltet es hier schon wieder und sagt, ja, eigentlich hast du recht. Also ich kann dich wirklich nur weiterempfehlen. Oh, das freut mich sehr, Michaela. Ich freue mich mega für dich, was sich da getan hat. Das sind ja nicht mal 5 Monate, das sind weniger als 5 Monate. Das ist echt mega toll, da hast du ganz große Arbeit geleistet, ja? Ich hoffe, du bist mega stolz auf dich. Ja, super, vielen Dank, liebe Michaela. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss hier sagen möchtest? Ich kann einfach nur sagen, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr nicht wisst, wie weiter, kann ich euch das Coaching wirklich nur weiterempfehlen. Weil ihr kommt so vorwärts, wenn man dran bleibt und wenn man sich in den Hintern kneift und sich wirklich hinsetzt und hinschaut. Ansonsten könnt ihr es gleich bleiben lassen. Also das kann ich einfach wirklich sagen. Macht es, wenn ihr merkt, okay, ich stehe an einem Punkt, ich komme nicht weiter. Und wenn ihr nichts verändern wollt, dann ja. Aber das glaube ich bei allen Punkten so. Es gibt so Punkte, wo man sagt, ja, okay, ich würde gerne, aber. Und dann kneift man wieder. Und dann bringt es auch nichts. Man muss wirklich davon überzeugt sein, so, jetzt mache ich das. Und es war auch ich am Anfang. Ich hatte ja 2 Jahre mit dir schon Kontakt, hatte dich verfolgt und alles. Aber ich habe wie gemerkt, ich war noch nicht bereit. Und als ich aber dann bereit war, ging das ganz schnell. Ja, ich kann wirklich nur empfehlen. Also ich war doof, dass ich nicht vorher angefangen habe. Aber es hatte einfach vielleicht auch noch eine Zeit gedauert, damit ich eben bereit war, um diese Schritte umzusetzen. Ja, absolut, absolut. Ah, sehr schön, Michaela. Ich danke dir von Herzen für das mega tolle Interview. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Es waren nicht wenige. Aber ich weiß, dass du den Menschen eine super gute Auskunft gegeben hast, sehr ehrlich, authentisch und ja, ich kann dir nur gratulieren zu deinen Erfolgen. Das wird jetzt so weitergehen, bis du feierst. Vielen Dank, dass du mich da interviewt hast und dass ich mit dir das Interview machen durfte. Und ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg, auch bei deinen weiteren Projekten, die noch anstehen. Und dass ganz viele Menschen auch dein Coaching besuchen werden. Vielen lieben Dank, Michael. Ich wünsche auch dir ganz viel Erfolg und einen guten Umzug. Danke. Ein neues Haus mit Reitstall. Vielleicht schickst du mir dann mal ein Bild. Ja, mache ich. Super. Vielen lieben Dank, Michaela. Mach's ganz gut. Wow. Tschüss. Ciao.